Willkommen zurück bei Nachtmarschtraum mit einem Noob Online. Ich mache ein bisschen weiter im Krieg. Das ist der Spielmodus, der bis jetzt mir am besten gefallen hat. Daher gehe ich da wieder rein. Ich muss auch sagen, einen Fortschritt kann ich bisher auch heute nicht verbuchen, denke ich. Da ich die letzten paar Tage ein bisschen pausiert habe mit Spielen. Erkältungsbedingt habe ich einfach mal ein bisschen ausgeruht. Naja, schauen wir mal, ob ich doch ein bisschen besser dabei bin. Ich habe meine Controller-Empfindlichkeit ein bisschen hochgestellt, damit ich schneller zielen kann. Also ich bin das so gewohnt von früher, da habe ich das auch mal bis Anschlag hochgezogen und damit ich schneller mich umdrehen kann. Vielleicht hilft es mir da ein bisschen. Ich komme einfach nicht mehr rein. Ich dachte eigentlich gerade bei Call of Duty, weil es hier immer noch auf der Quake Engine beruht. Und mit der Quake Engine habe ich viel Erfahrung, dass das Spielgefühl ähnlich noch ist, aber ne, es hilft mir. Vielleicht brauche ich wirklich eine Maus und Tastatur und einen Controller. Ich bin einfach nur verdammt schlecht, aber wie gesagt, ich probiere es weiter. Ich übe, übe, übe. Und jetzt muss ich auf den PC wechseln, Maus und Tastatur spielen. Weil ich liegt es einfach an dem Controller. Aber wirklich gut bin ich wirklich nicht. Gut, ich kenne auch keine Tricks und Kniffe, aber ich probiere es natürlich trotzdem weiter. Ich muss zuschauen, stimmt. Feindlicher Abwurf! Muss ich jetzt wirklich Wir zuschauen? Die feindliche Kommunikationstechnik zerstören. Mach mal. Verstärkung unterbinden. Yippie-yay. Brauche Feuerschutz. Oh, Granate reinhauen. Oh. Er bewegt sich. Pop, 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 pop. Waren die Dingchen zerstört? Feindlicher Flammenwerfer auf dem Schlachtfeld. Ah! Da links neben mir. Drecksau. Du Drecksau. Ich dich erwisch. Oh, einfach mal Granat durchgeworfen. Gucken, ob's weh tut. Hier ist noch ein Assist. Das Ziel hat sich ah, da darf ich ja drüber gehen. Dann darauf haben die gewartet, ne? Man stirbt, wenn man da drüber geht, wenn man dann zu nah am Ziel ist. Moment, der ist ein Scharfschütze. Ja, nehme ich mal mit. Dann los, Leute, zerstört die Technik. Was für eine Technik? Ah, da kam noch ein zweiter Ton, ist klar. Greift an, zerstört die Kommunikationstechnik! Ausrüstung zerstört! Noch fünf! Noch fünf Ausrüstungsgegenstände! Uhu! Technik zerstört! Technik zerstört. Muss man aufpassen, manchmal kommen da welche direkt. Oh, da hat man gar kein. Am besten werft man doch echt mal eine Granate runter, ne? Unten ist ja die Hölle los in dem Loch. Ja, wie gesagt, der Spielmodus Krieg, der gefällt mir bis jetzt am allerbesten. Ne? Gibt da wirklich kaum eine Alternative für das für mich. Oh, oh, wo ist denn die hin? Zurück in den Kampf! Die sollte doch da runter, nicht da hoch. Mist, ich hätte noch einen Ticken länger warten sollen, bis der Magazin leer ist. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich erwischt noch. So natürlich nicht. Die Technik zu zerstören ist richtig Arbeit. Funkgerät zerstört! Noch drei! Jetzt probier es mal nochmal mit der Granate. Ausrüstung zerstört!
Oh, naja, komm. Das ist ja Bullshit, wenn ich da runter springe. Dann gibt's ja nur weggebolzt. Los, los, los! Ich lerne auch nicht draus, ne? Wie kommt man jetzt eigentlich da runter, ohne zu sterben? Muss doch noch einen weiteren Weg geben, oder? Feind am Boden! Oh. War Hans geschafft in letzter Sekunde. Die feindliche Kommunikationstechnik ist hin. Gut gemacht. Unsere Schiffe sind im Kanal verwundbar. Die Artilleriegeschütze sind davon. Platziert Ladungen daran. Beim Weglaufen habe ich ihn erwischt. Süß. Da bewegt sich was. Alles leer. Zerstört die Geschütze. Los. Wir haben Sprengsätze an der Artillerie angebracht. Haltet sie zurück. Mist. Oh, hinten. Ah, da hat man meinen Arm gesehen, der Drecksack. Der Feind hat unsere Bombe entschärft. Da liegt noch meine Leiche. Sehr spektakulär. Hinten ist immer noch ein Scharfschütze. Ich sehe ihn ganz da hinten rechts an der Mauer. Mist, der hat mich natürlich schön im Auge. Unsere Bombe wurde am Artilleriegeschütz platziert. Oh, ich mit meinen Granaten, da kriege ich nie hin, ne? Hab ich die Bombe weggerotzt? Das gibt's ja gar nicht. Ich bin ja nur am Sterben. Wenn die Alliierten so gekämpft hätten, ne? Fuck, ey. Feind am Boden! Was war denn das jetzt? Warum so laut? Puh. Ich versuche ein bisschen natürlich Rückendeckung zu geben, sobald mir das möglich ist. Mist, den habe ich nicht mehr. Aber der hat einen ziemlich guten Distanzschuss mit dem scheiß Maschinengewehr gerade, ne? Puh. Ein Geschütz zerstört! Eines noch übrig! Campen ist schon lustig mit dem Spiel. Komm, zeig dich. Assist 40, anscheinend den ich eben getroffen. Die Sprengsätze sind scharf. Haltet die Stellung. Zu den Artilleriegeschützen, Soldaten. Oh. Nur noch meine ganzen Verbündeten hier. Mist. Zerstört die Geschütze! Los! Boom! Ich bin doch kein so guter Scharfschütze, wie ich gerne möchte. Das ist auch kein Scharfschütze, ich doch an, ne? Ist ja auch an der Rifle. Mittel- und Kurzstrecke. Boah, ich guck zu, wie der in den Bunker reinrennt, ne? Gibt's doch gar nicht. Ah, die sind alle so zehnmal besser als ich. Der Feind hat unsere Bombe entschärft.
Warum habe ich keinen riesen Raketenwerfer, wo ich von hier aus schön alles wegblasen kann? Die Granate war gar nicht so schlecht geworden. Der Artillerie angebracht. Haltet sie zurück! Schaltet diese Geschütze aus! Mist, den sieht man von hier aus gar nicht, ne? Ich holz da immer so viel. Ladung explodiert! Noch eine und das Geschütz ist Geschichte! Oh oh, Bombe! Oh. Geil, in der Hand explodiert das Scheißding, ne? In der Hand explodiert! Boom! Die Artillerie wurde zerstört. Geschafft, cool! Gute Arbeit, Soldaten! Ruht euch aus, wir fangen gerade erst an! Jetzt muss man ja am Strand, glaube ich, nochmal zurück werden. Ich meine, das war schon die zweite Runde. Der Modus gefällt mir richtig gut. Da könnte ich wirklich längere Zeit dran mich dran erfreuen. Da war zwar ein bisschen länger der Modus als die anderen, aber ich finde es cool. Mir macht das Spaß. So, und jetzt, wo ist das schon mit der Runde? Zurück zur Lobby. Anscheinend war es das. Ich mache auf jeden Fall noch eine Partie. Macht zu Gaudi. Das macht mir richtig Spaß. Hey! Scheinbar sogar noch ein Level hochgegangen, ne? Gibt ja heute irgendwie Double XP oder so. Nee, Korporal. Ja. Ich guck mal noch gerade meine Zusammenfassung, okay. Bleib mal in dem Spiel. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Verbesserungen freigeschalten habe mit der Grant. Da müsste ich doch eigentlich nur auf Verbesserung gehen, ne? Hier. Genau. Wäre gut zu wissen, was ich dann benutzen könnte überhaupt am besten. Ne? Beim Feuern aus der Hüfte bessere Präzision. Gesteigerte Volltrefferschaden. Freigeschaltet auf Waffenstufe 9. Und vielfach Sumo. Verbesserter Trall. Das ist alles toll. Man kann leider nur zwei benutzen. Ne? Drei wären cooler. Mir gefällt die Waffe einfach. Ist eine tolle Mumme. Warte halt, bis ich ein Level erreicht habe, wo ich ein Maschinengewehr freischalten kann, was mir zusagt. Davon gibt es nämlich nicht viele. Deshalb spiele ich jetzt immer der Garant weiter und dann. Mit dem Gewehr komme ich einigermaßen klar, was die Präzision und die Zielbarkeit betrifft. Mit Maschinengewehr so gar nicht. Weil der Spray, den kann ich einfach nicht kontrollieren. Operation Griffin. Habe ich das schon gemacht auf der Brücke? War ich hier schon mal? Ich glaube, ja, im Multiplayer war ich zwar schon mal dort, aber nicht im Krieg. Bin ich mal gespannt. Komm, lad schneller. Hopp, hopp, hopp. Ich will spielen. So, Panzer. Bleib ich bei Panzer. Ich weiß, passt gerade, ne? Panzer und... Die Krautfresser wollen mit einem heimlichen Angriff die Kampflinie durchbrechen. Ist gut, ich war doch schon hier. Haltet sie auf, bis das Sprengkommando die letzten beiden Brücken zerstört hat und die Deutschen festsitzen. Ist gut, ich habe hier doch schon gespielt. Die Deutschen dürfen ihre Panzer nicht durch die Kampflinie bringen. Ja, machen wir nicht so laut. Das tut mir der Kopf weh. Das Geschütz ist repariert. Der baut ein riesen Geschütz dahin, ne? Igel, der Weg versperrt. B zieht sich zurück. Weiter Feuer. Irgendwie habe ich einen Kill gemacht. Ich weiß nicht wie. B ist unterwegs. Die Eskorte ausschalten. Unser Igel hat B aufgehalten. Boah. Wurde von unserem Igel aufgehalten. Mist, warum habe ich ihn nicht getötet? Mist, 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 Mist. Baker ist unterwegs. Den hätte ich doch kriegen müssen. War genau mein Fadenkreuz. Er
Sicherheitstor! B zieht sich zurück! Schaltet weiter die Eskorte aus! B rückt vor! Ah. Baker zieht sich zurück! Verdammt! A rückt vor! Haltet ihn auf! Da läuft einer. A hat die Kampflinie fast durchbrochen. Die Krautfresser dürfen nicht noch einen Panzer durch die Kampflinie Mist. Kriegen. Ich bleib auch noch schön stehen und guck dem zu. Zieht sich zurück. Weiter feuern. Natürlich wesentlich besser mit dem Scharfschützengewehr sowas zu machen als mit meinem. Also ändert sich, wenn ich ihn zweifach sehe. Dann probier ich halt noch mal. Die Eskorte aus. Damit habe ich nicht gerechnet, dass B du da oben ist unterwegs. Sitzt. Die Eskorte ausschalten. Komm In weiter. Zwei Minuten sind wir bereit, die Brücke zu zerstören. Baker ist unterwegs. Feinde beim Burgturm. B ist durch unseren Igel der Weg versperrt. Panzer B kann jetzt vorrücken. Die Kampffresser haben den Igel zerstört. Habe ich mitgenommen. Oh, wo bin ich denn hier? Treibstofflager zurück. Wir konnten ihren Vorstoß nicht aufhalten, aber es ist noch nicht vorbei. Kämpft Lass weiter! Nicht zu, dass die Ach, du, Treibstofflager. Treibstoff das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Wir haben die Konstruktion abgeschlossen. Abwurf! Abwurf eingeleitet, okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert. Was ist hier los? Wir bin ich im Treibstofflager, ne? Ausgeschaltet, aber das hat uns einen von uns gekostet. Vorne ist Action. Sie versuchen A zu übernehmen. Ein Abschuss habe ich mitgenommen. So, komm schon weiter. Die Krautfresser haben A genommen. Beschützt unseren Treibstoff. Oh, ich treff gar nichts, ey. Der war auch nicht. Der scheint genauso schlecht zu sein wie ich. Sonst wäre er nämlich nicht gestorben. Der war jemand, war genauso schlecht wie ich. Interessant. Nicht unseren Treibstoff stehlen! Die haben mich schön weggeholzt. Das war, glaube ich, derselbe, wie eben. War auf jeden Fall einer ein bisschen schlechter als ich war. Im direkten Vergleich hat er mal schön geloost. Ich sehe sie beim Tank. Kommt noch einer. Er lebt doch noch. Oh, schon wieder zwei. Waren wieder dieselben zwei. Ich versuche dann schön, sich aufzuteilen. Einer links, einer rechts, und dann hat man natürlich weniger Chancen. Sie versuchen B zu übernehmen. Na, wo sind sie dann? Oh, jetzt habe ich mal andere Waffen. In zwei Minuten sind wir bereit, die Brücke zu zerstören. Bös zerstört, gen. Der Feind hat A fallen gelassen. Sie haben A eingenommen. Wohin, genau? Oh, Sie Gott. Dürfen nicht den Treibstoff für ihre Panzer stehlen. Drecksack. Drecksack da. Die Krautfresser wollen A stehlen. Kommt nur her. Abel wieder beschafft. Kommt da jetzt die Granate daher? Muss ja einer zu mir Noch geworfen eine haben, Minute. Oder? Ist erledigt.
Oh, meine Granaten, die fliegen so geil, ne? Schütze, kommt runter! Oh! Die Krautfresser. Warne muss ja von vorne, war einer von hinten. Stehlen. Die Deutschen wollen Abel stehlen. Die Krautfresser wollen B stehlen. Der Feind hat B fallen gelassen. B ist wieder da. Noch 30 Sekunden. Den haben wir mitgenommen. Die Deutschen haben Abel. Mist, ey. Die Krautfresser konnten uns genug Treibstoff stehlen, um ihre Panzer zu versorgen. Dass die auf großer Distanz mit dem Maschinengewehr genauso gut sind wie ich mit der Rifle. Mit der Präzision, ja. Wir müssen die Brücke zerstören und den Vormarsch aufhalten. Haltet den Druck aufrecht. Also, man hat aufgepasst, kommt direkt von rechts wieder einer. Der deutsche Panzer rückt vor. Haltet ihn auf. Wirklich, dass die auf die große Distanzmaschine so präzise sind, Respekt. Glaubt man ja nicht, ne? Ihr Panzer rückt vor! Bleibt stehen, komm! Sterbt! Der deutsche Panzer rückt vor! Das wäre schön gewesen, ich die mitgenommen hätte. Kommt schon. Muss man noch hier der ein oder anderen Kill machen. Zieht sich zurück. Erledigt die Krautfresse an dem Panzer! Auf die Landkarte! Feindlicher Panzer! Der steckt ganz schön da oben ein, ne? Erledigen. Der hat ganz schön eingesteckt. Ihr Panzer rückt vor! Ihr Panzer rückt vor! Boom! Wie geil! Ich schieße dem schön vor die Füße und der macht immer Klatsch. Der deutsche Panzer rückt vor! Haltet ihn auf! Dem Motto, was willst du denn, ne? Ich eh keine Chance. Feindlicher Panzer unterwegs. Die Eskorte erledigen. Da sind Boom. Feinde auf der Straße. Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt. Oh. Respekt, ey. Ist ganz schön was los. Granate über den Felsen. Vernichtet die Panzereskorte. Der deutsche Panzer rückt vor. Haltet ihn auf! Feindlicher Panzer unterwegs. Mist, die Eskorte erledigen. Den einen habe ich überrascht, den anderen keine Chance. Ihr Panzer rückt vor. Oh. In 2 Minuten sind wir bereit, die Brücke zu zerstören. 2 Minuten, das schaffen wir nicht mehr. Die rücken dafür gnadenlos vor. Panzer zieht sich zurück. Auf die Straße achten! Feindlicher Panzer unterwegs. Die Eskorte erledigen. Seine Erwartung! Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt. Oh. Kümmert euch um die Infanterie beim Panzer. Da habe ich mal erst gesehen, nachdem ich tot war. In die Ecke laufen, oder? Ehrlich jetzt. Feindlicher Panzer zieht sich zurück. Granate geworfen. Deutsche bei der Böschung. Mist, komm ich damit drüber von hier. Da. Der deutsche Panzer. Das gibt es nicht. Haltet ihn auf. Noch eine Minute. Ja, das gibt es doch nicht. Hopp, 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 hopp. Ich bin so schlecht. Feindlicher Panzer das ist unterwegs. Ja nicht mehr zum Aushalten. Die Eskorte erledigen. Verfluchter Scheißdreck da. Feuert auf die Infanterie beim Panzer. Puh, einen habe ich mitgenommen. Der deutsche Panzer rückt vor. Haltet ihn auf. Noch 30 Sekunden. Feindlicher Panzer unterwegs. Oh, huckt einer oben. Ich hab den gar nicht gesehen, ne? Hat der ganz eiskalt gemacht. Oh. Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt. 10 Sekunden! Ist schwer, die letzten Meter zu schaffen, ne?
Ich habe mal oben das Geschützturm im Auge. Der deutsche Panzer rückt vor. Haltet ihn auf! Damit habe ich nämlich gerechnet, dass dort direkt einer rein springt, so schnell wie möglich. Die Deutschen beim Panzer anvisieren. Das war's, hm? Wie Verlängerung. Beseitigt alle Feinde beim Panzer! Oh. Gibt's doch nicht. Die Scharmen sind oberhalb. Vernichtet die Krautfresser am Panzer! Irgendwas habe ich mitgenommen. Okay, Leute, das war's für den Part. Morgen geht's weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye.